Ich liebe ja solche Partien. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer. Abendspiel, das Blutlicht ist an und ein wolkenloser Himmel. Angenehme Temperaturen, der Rasen in einem idealen Zustand. Zwei Top-Mannschaften in bester Spiellaune. Also tauchen Sie doch einfach mit uns ein in diese wunderbare Kulisse, in diese wunderbare Stimmung. Das sieht schon einfach grandios aus hier. Eines der beeindruckendsten Stadien in diesem Teil der Welt. Der Schiedsrichter hat das Spiel schon angepfiffen, wie man unschwer erkennen kann. Er drischt ihn einfach mal nach vorne. Eine Frage habe ich noch an dich, Hansi. Wer ist für dich der potenzielle Schlüsselspieler dieser Partie? Ich glaube, dass kaum ein Spieler auf dem Erdball ein so gutes Auge für die Lücke hat wie Angel Di Maria. Und dann hat er auch noch die Technik und das Tempo, um diese Lücke auszunutzen. Dagegen kann man überhaupt nichts sagen. Er ist in der Tat der Mann, der solche... Er springt hoch zum Kopfball. Ah, da wäre aber einiges mehr drin gewesen. Davon werden Sie wohl noch einige mehr bringen. Es war nur noch nicht optimal getimt. Darmian. Di Maria. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Achtung, da steht er in der Luft. Na, für diese gute Torannäherung, da gibt's auch mal Applaus dafür. Ja, das war ein ziemlich scharfer Ball. Mit genau solchen Hereingaben kannst du eine Verteidigung aushebeln. Das Team holt sich die erste Ecke des Spiels. Tolle Tor für Parma! So eng sie ihn auch zu decken versuchen, sie können ihn nicht am Schuss hindern. Es war ein Treffer der großen Robustheit. Er setzt den Körper perfekt ein. Und obwohl der Gegner an ihm dran ist, kann er das Tor nicht verhindern. Perisic und Tor! Hier geht's einfach nur hin und her. Nach dem Rückstand waren sie einfach zielgerichteter, engagierter. Und das, was wir hier sehen, das ist der verdiente Lohn. Damit geht's wieder komplett von vorne los. Was für ein Wille, was für eine Moral. Das hat richtig wehgetan, aber sie haben sofort dagegen gehalten. Er geht dazwischen und erobert den Ball. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Bislang kann man nicht meckern, das ist ein ansehnlicher Kick. Er bringt Tor für Parma! Es ist die erneute Führung. Das ist Tiki-Taka in Reinform. Das ist ein Tor, wie man es schöner nicht herausspielen kann. Jetzt sind sie vorne. Und der Konter läuft. Das ist Di Maria. Da war er voll auf der Höhe. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Di Maria. Sehr gut abgefangen. Ja, er hat antizipiert und so richtig überraschend kam er ja nicht, dieser Pass. Perisic. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Gut gelesen, die Aktion. Ja, da stand er goldrichtig. Di Maria. Es geht über links. Sehr aufmerksam.
ganz ordentliche Chance. Nur der Ball hat es nicht zum Kollegen geschafft. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rezept ist. Und die Hereingabe. Weg damit. Er entscheidet sich dafür, erstmal hinten rum zu spielen. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Tempo Gegenstoß. Bekommt er den? Ja, da beweist der Auge. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren, dass sie das ganz anders hätten lösen können. Mengi. Ein guter Ball und sie sind durch. Der sieht gut aus. Die Fahne bleibt unten. Und die Bahn ist frei. Ja, und damit verhindert er den Gegentreffer. Der könnte durchkommen. So schnell geht Ball Rückeroberung. Raus auf die linke Bahn. Klasse durchgesteckt. Was für ein dickes Ding. Auge auf und ab nach vorne. Das waren die ersten 45 Minuten. Eine ganz enge Angelegenheit zwischen zwei Mannschaften, die immer wieder die Offensive suchen und zum Abschluss kommen. So darf es weitergehen in der zweiten Halbzeit. And now. Please turn towards the screen for a special presentation featuring our guest performers today. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Kroatien muss jetzt noch nicht in Panik geraten. Eine ganze zweite Halbzeit wird noch gespielt. Aber ich muss natürlich nicht darauf hinweisen, dass sie so früh wie möglich auf den Rückstand reagieren sollten. Der kommt tatsächlich durch. Ein hochinteressanter Ball. Das ist Di Maria. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Spielverlagerung auf die linke Seite. Gut gesehen und sehr gut gelöst, diese Situation. War das ein Foul? Ja, Schiri entscheidet auf Freistoß. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Da hat er sich schön freigelaufen. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Jetzt könnte was gehen. Auf die Seite verlagert. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Sucht Chance gesehen und genutzt. Eine Zwei-Tore-Führung, das ist komfortabel. Das hat man schon im Ansatz gesehen, dass der reingeht. Einen mit seinen Qualitäten darf man so nicht freistehen lassen. Wenn der Pass dann so stark kommt wie in dieser Situation, dann ist der Rest vorprogrammiert. Und damit sind sie jetzt schon zwei vor. Sie sollten jetzt weiter mit breiter Brust spielen und versuchen, die Führung weiter auszubauen. Wunderbar nach vorn gespielt. Man spürt das so richtig auf den Rängen, wie groß diese Erleichterung gerade war.
Also für das Tackling, da gibt es das Lob vom Trainer für das, was vorher passiert ist. Dieser Ballverlust, da gibt es mit Sicherheit kein Lob. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Ein schwacher Pass. Schau dir mal die offensiven Spieler an. Also von defensiver Seite haben die noch nicht viel gehört. Definitiv. Und damit fahren sie schon ein gewisses Risiko. Klar, die sparen jetzt Kräfte, wenn sie vorne bleiben. Die sind natürlich frisch, wenn der Konter gefahren wird. Aber in der Defensive stehen sie dadurch natürlich nicht mehr so solide. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Das Team versucht, mit Kombinationen da durchzukommen. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen. Schon Erzgesicht! Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Beide bringen neues, frisches Personal. Ein einziger Treffer fehlt ihnen noch. Sie haben den Anschlusstreffer gemacht. Sie haben den Gegner unter Druck gesetzt. Jetzt gilt es, die Verunsicherung beim Gegner auszunutzen. Bono spielt den Feuerwehrmann. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Petkovic! Das kann richtig teuer werden. Sie bleiben in Führung und der Dank dafür geht an den eigenen Torhüter und nur an den. Der war wichtig. Erstmal Entlastung, erstmal. Das gibt Einwurf. Gut gesehen, guter Laufweg. Der Ball fliegt gefährlich in die Mitte. Vielleicht war das die letzte Chance für diese Mannschaft. Mal sehen, ob sie dieser Situation hinterher trauern müssen. Er versucht's. Der Ball klatscht ans Aluminium. Und er ist zur Stelle. Alte Fußballweisheit, wenn du die Entscheidung nicht machst, obwohl du die dicke Chance hast, dann kann sich das am Ende rächen. Es geht über links. Und ab die wilde Fahrt. Rakitić. Das sieht richtig gut aus. Per Kopf. Ah, der ist unglaublich handlungsschnell. Oh ja, einer zum Aufwachen. Ja, da wäre mehr drin gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Paulo Bernardo. Rakitić. Großartiges Zuspiel. Das könnte was werden. Der Ball kommt flach herein. Und der ist drin. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Da haben sie nach Ballgewinn ansatzlos umgeschaltet und den Konter ganz sauber zu Ende gebracht. Ein Paradebeispiel für einen schnellen Gegenangriff. Und er legt noch einen nach. Substitution for Croatia, number 8. Es ist Zeit für neue Energie. Game over. Gutes Auge, guter Pass. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Der Ball geht zum Torhüter. Der Torhüter haut ihn weit raus.
Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. So hatten sie sich das auf jeden Fall nicht vorgestellt. Macht er den? Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Die Spieler sind natürlich jetzt wegen der Niederlage enttäuscht. Irgendwie kann man sie ja auch verstehen. Obwohl durchaus ein paar positive Ansätze zu sehen waren. Hansi, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also schnell ein paar Worte von dir zu diesem Spiel. Dass sie dieses Ding verloren haben, da können sie sich in erster Linie beim defensiven Mittelfeld und bei den Außenverteidigern bedanken. Der Gegner durfte auf den Flügeln ja machen, was er wollte. Naja, das war in der Tat offensichtlich und ich bin mir ziemlich sicher, der Trainer wird nochmal Schmerzen bekommen bei der Videoanalyse und er wird feststellen, irgendwas müssen wir uns einfallen lassen in der Außenverteidigung. Die Übertragung an diesem Abend ist beendet. Vielen Dank dafür und auch danke an Hansi, dass du uns begleitet hast. Den Dank kann ich nur zurückgeben.